KinoCast. Sommerliche Grüße hier. Hallo zum neuen KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, hallo von mir auch, Erik. Es ist ziemlich warm überall, oder? Ja. Aha. Wir ziehen durch. Luftfeuchtigkeit ist also halt zu viel. Was mir aufgefallen ist, dieses Jahr machen wir ja gar keine Sommerpause, weil ich hatte ja quasi mein Sommerurlaub schon. Und genau, weil morgen klappt auch bei mir mit der Sneak und dann können wir ja am Wochenende drauf aufnehmen. Das klappt eigentlich alles. Also dieses Jahr keine Sommerpause. Falls wir hatten doch schon einen kleinen Break. Ja, wir hatten ja einen, das sage ich ja. Aber jetzt nicht im Sommer, keine Sommerpause. Naja, wie dem auch sei. Wir haben Filme mitgebracht, nämlich aus der Sneak Preview, brandneu. Und da war auch letztens erst in Berlin die Premiere. Die letzte Fahrt der Demeter, ja, über die Überführung von Dracula nach England, von Rumänien aus. Dann auch noch im Kino gesehen, Mac 2, die Tiefe, ob das was ist, mal schauen. Im Heimkino gab es Emergency Declaration, das war glaube ich dieser koreanische Film, Scream 6, ja. Und eventuell eine Serie, je nachdem wie man von der Zeit her, eventuell Crew Summer Staffel 2. Und dann wird es noch eine Rubrik geben, denn ich hatte mal ein bisschen umherum gefragt, weil jetzt ist ja so ungefähr, ich weiß, der Mathelehrer wird mich gleich korrigieren, ungefähr die Mitte des Jahres. Aber zumindest hatten wir ja immer so die Drehe rum, hatten wir ungefähr unseren Break. Und ich habe gesehen, ich habe die letzten Jahre euch da draußen immer gefragt, was waren eure Filme des Jahres bis jetzt. Das habe ich auch dieses Jahr gemacht. Und da ist einiges reingekommen, speziell auf Instagram. Und da wollen wir nachher mal kurz durchgehen, was ihr da so geschrieben habt als Reaktion. Bin gespannt. Die letzte Fahrt der Demeter. Chris, magst du das vorstellen oder soll ich? Nö. Letzte Nein, Fahrt der Demeter. Ah, okay. Schiff, letzte Fahrt, auf Wiedersehen. Nein, das Demeter ist tatsächlich ein Schiff. Wir befinden uns in, oh Gott, in welchem Jahr ist es? 1893. Nein, leider nicht. Nicht ganz, leider nicht ganz. So die also, Drehe. Ich muss ganz kurz nachschauen. Nochmal, mach du mal weiter, ich gucke, ob ich es finde. 1897 sogar. Oh. Legt die Demeter, das russische Handelsschiff Demeter, legt am 6. Juli 1897 unter Führung des Captain Elliot von der Hafenstadt in Rumänien am Schwarzen Meer in Richtung England ab. Ja, darum geht es erstmal. Und die verladen da schön Kisten und was weiß ich was und haben also eine ganz normale Bot-Crew. Zu denen gesellt sich dann auch noch ein Bordarzt sozusagen, Clemens, der wird von Corey Hawkins gespielt. Und weißt du, wo wir den zuletzt gesehen haben in der Sneak? Ein Black Clansman. Ah, okay. Okay. Liam Cunningham spielt den Captain Elliot, unter eben dessen Führung da die Demeter sich gegen England aufmacht und hat auch noch seinen Enkel an Bord. Und ja, es soll so ein bisschen für ihn die letzte Fahrt werden, weil er sagt so, ja, also er möchte sich jetzt zur Ruhe setzen und auch sein Nachfolger Wojciech steht schon bereit, das ist David Dastmalchian. Und ja, die haben halt verschiedene Güter geladen und das erste Mal, wo man da so ein bisschen stutzig wird, ist, dass das dann dran steht, ja, das und das ist drin, das und das ist drin und dann irgendwie Kisten privater Herkunft oder irgendwie sowas und eine dieser Kisten, die bricht noch in Rumänien am Hafen leicht auf, weil sie von einem Seil runterstürzt, dann rieselt etwas Erde hinaus und wie es eben so kommt, das passiert tatsächlich nochmal, mehr oder weniger an Bord, da bricht es dann endgültig auf, weil auch der Bordhund feststellt, okay, irgendwas passt hier nicht so ganz und die Tiere werden unruhig und das alles ein wenig, mutet sich ein wenig seltsam an, bis man eben feststellt, okay, in der einen Kiste liegt eine Frau und zwar die Anna Aisling Franciosi, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist quasi als blinder Passagier mit an Bord, aber sehr, sehr krank, weswegen Clemens, der Bordarzt,
anfängt, sie zu versorgen mit Bluttransfusion, weil scheinbar haben die alle die gleiche Blutgruppe an Bord oder sowas, oder zumindest er und sie. Was für ein Zufall, dass man das auch direkt bestimmen konnte mit bloßen Hinschauen. Und ja, das hat einen Grund, warum Anna mit an Bord ist, weil in einer anderen Kiste befindet sich ein Unwesen, das sich dann auch sehr bald befreit und nach die Besatzung dahinrafft. Ja, Graf Dracula quasi ist mit an Bord, also ein Dracula-ähnliches Tier. Javier Botet spielt den. Also in dieser sehr animierte Figur. Und ja, es kommt eben zum absoluten Überlebenskampf bei Nacht versuchen sie das Tier irgendwie oder dieses Ding zu finden, wo sie erstmal gar nicht wissen, wie und was. Natürlich ist die Frau schuld, weil die hat Unglück auf das Schiff gebracht als blinder Passagier und hätte eigentlich schon über Bord geworfen werden müssen. Frauen an Bord geht ja gar nicht sowieso. Ne? Ja, Frauen also an Bord geht gar nicht. So okay, ciao. Nee, damals. Heutzutage ist es zum Glück anders. Ja. Sehr, sehr, sehr spannend ist gut auch... gerettet. Es wird halt mehrmals im Film thematisiert, deswegen haben wir das jetzt gerade so. Ja, da hat sich der Erik ziemlich committed. Nein, doch. Und ja, jeder, der halt gebissen ist oder gebissen wird, baut irgendwie eine Verbindung zu eben diesen, zu dieser Figur, zu diesem Dämon auf. Und wenn die mit Sonnenlicht in Berührung kommen, verbrennen sie jämmerlich, sogar unter Wasser. Ja, und es geht eben dann darum, kommt das Schiff nach England oder kommt es nicht dahin? Schaffen sie es, dieses Schiff so zu versenken, dass auch das Tier oder dieses, nicht Tier, sondern dieses Ungeheuer mit untergeht oder auf dem Meer bleibt oder eben nicht? Ja, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ja, man stellt sich halt die Frage, warum zum Beispiel, als die feststellen, dass die ersten Verluste gibt, Todesopfer, ja, warum laufen die nicht in den Hafen an? Also die haben eine harte Deadline und wenn sie die halten, die Deadline, dann werden sie reich belohnt. Ne? Also sie sollen wirklich relativ schnell nach London kommen, was dazu führt, dass sie nicht einfach mal so einen Hafen anlaufen wollen auch, weil sie ja sagen, nee, komm, ach, scheiß auf den einen. So, wir ziehen durch und ja, also sie segeln ja dann durch die Ägäis, durchs Mittelmeer, Gibraltar vorbei, quasi so die Richtung und dann quasi nach Nordosten Richtung London. Und dann ist auch noch die Frage, als sie dann feststellen, dass da was abgeht, wollen wir das überhaupt, ja? Wollen wir das Böse nach London bringen, ja? Oder wäre es nicht besser, wir treffen da vorher irgendwelche Vorkehrungen und ansonsten der Kapitän, hat es ja schon den Namen genannt, Liam Cunningham, das ist der Sir Davos von Game of Thrones, wird den meisten vielleicht irgendwas sagen. Und die restlichen, die kannte ich alle noch nicht so richtig, außer denen, die wir jetzt schon genannt haben. Das Projekt gibt es ja an sich schon sehr lange. Da waren ja schon diverse Regisseure mal mit involviert und irgendwie wurden schon mal diverse Namen genannt auch, wer da mitspielen sollte. Und das ist ja jetzt quasi dann nur das, was draus geworden ist. Ich fand es ganz gut. Hatte so ein bisschen so Alien-Vibes auch, weil es wurde ja immer eine irgendwie, es war ja nicht so, dass der Graf Dracula nun alle gleich auf einmal he gemacht hat, sondern er hat sich halt immer irgendwie einen nach dem anderen geholt, es war irgendwas Gruseliges, irgendwas, was sie nicht greifen konnten, sie wussten nicht, was es ist und sie haben alles durchsucht, nichts gefunden und das ist ja ungefähr so wie bei Alien auf dem Schiff und hier sind wir auch auf dem Schiff, bloß halt dann ist auf dem Wasser segelt und nicht im Weltraum und ja, dann gibt es natürlich welche, die dämlich handeln und welche, die doch sehr besonnen handeln. Und ja, ich fand es auch gut, dass das nicht so richtig vorhersehbar war, wer hier überhaupt irgendwie weiterkommt oder ob überhaupt jemand weiterkommt oder ob es irgendjemand überlebt und so. Das fand ich richtig gut. Die Spannung war auch da, hat sich halt immer mehr verdichtet dann, war auch schön gruselig. Es waren nur so ein paar... so Schockeffekte, wo es erst so ruhig ist und dann mit einmal so bäm, irgendwas passiert. Das war halt zum Glück sehr sparsam eingesetzt. Das wird ja meistens irgendwelchen Billig-Horrorfilmen bis zum geht nicht mehr strapaziert und hier haben sie aber zum Glück das
nicht so strapaziert. Und was ich auch ganz gut fand, ist, dass hier Graf Dracula, der wird ja manchmal in irgendwelchen anderen Filmen doch als irgendwie als so ein top gekleideter Typ, der dann bloß des Nachts immer so top gekleidet unterwegs ist und dann sich offenbart. Aber hier ist es gleich von Anfang an wirklich so ein furchtbares Viech, was man ja schon auf dem Poster sieht hier. Ja, wobei ich da auch gleich sagen muss, dieser Dracula wurde nachgestellt aus dem Dracula oder dem Grafen Orlok aus dem Film Nosferatu. Mhm. Ja, hat schon, jetzt wo du sagst, hat schon deutliche Ähnlichkeiten von der Boris Karloff. Aber ansonsten kann ich mit Boris dir nicht Karloff so ganz mitgehen, Dracula, muss ich sagen. Also ich fand es einfach teilweise urbescheuert, wie sie sich angestellt haben, die Menschen. Auch so, oh, wir haben seinen Schlafplatz gefunden. Haha, was machen wir jetzt? Ja, wir lassen ihn einfach so. Ist auch ja, nicht unsere erste Wahl, wo wir gucken, wenn was machen? Passiert. Also das war schon so schwierig, Jungs. Und so richtig Spannung ist bei mir nicht aufgetreten, muss ich auch sagen. Weil zu vieles einfach zu platt gewirkt hat. Es war so von vornherein klar, mehr oder weniger, was passieren wird. Es war klar erkennbar, wer wie was macht und in welche Richtung es geht, wer das überleben wird auch. Wer es alles nicht überlebt hat, fand ich schon sehr kritisch und hat auch einen ziemlichen Bruch bei mir gebracht, aber ja. Erik weiß, worauf ich anspiele. Das fand ich gerade das Gute, dass es nicht so den üblichen Mustern folgt, irgendwie. Ja, aber das hat vor nichts Halt gemacht, sagen wir mal so. Ja. Also der Film hat wirklich vor nichts Halt gemacht, aber manches hätte ich dann, glaube ich, auch einfach nicht gebraucht, weil ich es einfach dann ein wenig Banane fand. Und mein Gott, ja, es, wie gesagt, mich hat es nicht komplett abgeholt. War viel dunkel, war viel, für mich viel wirklich, wirklich nicht ganz zu greifen, weil eben dieses Wesen oder dieser Dracula einfach so monströs übermächtig war. Und dann quasi gegen Ende, wo er fast schon zur kompletten Stärke hingereift ist, dass er da dann plötzlich auch ganz, ganz komische Schwächen hat. Also das war ja für mich eher seltsam, auch dass man diese Figur nirgends auf dem Schiff, obwohl man alles abgesucht hat, gefunden hat. Also so viele Möglichkeiten gibt es, glaube ich, im Schiff dann auch nicht mehr. Deswegen, ja, es war okay, sagen wir es mal so. Ja, ich mochte den trotzdem. Also ich fand angenehm Grusel. Ich mag ja so diese Dracula-Sachen da und Vampirfilme und so, außer jetzt diesen mit den Glitzervampiren. Deswegen, das war mal wieder so ein richtig schöner, handgemachter Vampir-Gruselfilm und diese bedrückende Stimmung, weil eben alle auf diesem Schiff sind, wo keiner irgendwie weg kann. Also selbst die versuchen da zu fliehen, die schaffen es irgendwie nicht so richtig. Und ja, ich mochte das sehr und war eine sehr okaye Sneak, fand ich. Hätte ich mir wahrscheinlich so jetzt im Kino nicht angeschaut. Ich wusste, dass es den Film gibt und ich mag zwar so Vampirfilme, aber ja, die muss ich nicht unbedingt im Kino sehen, kann ich auch dann mal, wie die meisten Vampirfilme, die ich mir dann irgendwann aus der Videothek geholt habe oder so damals oder jetzt im Streaming, hätte ich den wahrscheinlich dann zu Hause geguckt. Aber im Kino hat er nochmal eine ganz andere Stimmung. Große Leinwand, das Bildformat war richtig gut. Also war hier Breitwandformat und so. Das kam sehr episch rüber und deswegen auch mal wieder so ein Alien-like-Film im 19. Jahrhundert zu sehen auf so einem Schiff. Das war schon cool. Und die Leute waren auch, also die Nebendarsteller waren, fand ich auch sehr in Ordnung. Da hast du ja meistens immer welche dabei, wo du denkst, okay, was macht denn der jetzt hier? Aber ja, deswegen, also für mich eine runde Sneak, die mir gefallen hat. So im Gruselbereich, da kann man ruhig mal reingehen in den Film. Gibt es ja zurzeit gerade nicht viel anderes. Also Insidious, das war, glaube ich, der letzte, der mal in der Sneak war, im Kino war. Und wer mal einen Gruselfilm schauen möchte, geht mal in den Film rein, die letzte Fahrt der Demeter. Von mir 7,5 von 10. Und von dir, Chris? Naja, weil es eben für mich sehr, sehr seltsam angemutet hat und alles auch. Und mich da für mich so gecatcht hat, gebe ich ihm trotzdem noch freundliche 6 Punkte. Muss aber auch sagen, ich verstehe es tatsächlich, dass einige Leute rausgegangen sind aus dem Film. Also ja, waren noch ein paar explizit gorige Szenen drin.
Deswegen. Ja, ist wirklich nicht für jedermann oder jede Frau was. Ja, muss man, glaube ich, bewusst reingehen, Bock drauf haben. Ich wüsste jetzt niemanden, dem ich es empfehle. Das ist tatsächlich so, normalerweise Horrorfilme kann ich auch Kate dann empfehlen, aber ja. Nun ja, dann machen wir weiter, denn jetzt gibt es ja erstmal High Alarm. Hier ist High Alarm. Mac 2, die Tiefe. Oh, da schreit gleich das Kind. Eieiei, war aber doch ein bisschen zu laut. Mac 2, die Tiefe. Also ich, der Mac 1 Film, den fand ich ja so herrlich übertrieben und ich mag ja so High-Filme und dem habe ich ja eine ganz gute Wertung gegeben. Und Mac 2 ist jetzt nicht so im direkten Anschluss der Nachfolger, sondern es ist ein bisschen Zeit vergangen und Jason Statham, der ist jetzt hier in so einem Forschungsteam oder sowas mit dabei und die erforschen da diese Megalodon-Haie und sind da so in so einem tiefen Ozeankram, wo sie dann immer runtertauchen und da ist dann die Szene aus dem Trailer, wo sie mit so einer Art wie so eine Art Rüstung dann unten auf dem Meeresgrund entlanglaufen und dann geht aber ein bisschen was schief auch und da ist in der Nähe auch die graben da irgendwelche seltenen Erden oder sowas ab, so ein Minenkonzern hat da irgendwie seine Basis und denen kommen sie da so ein bisschen in die Quere, weil sie müssen sich da auch bei denen reinflüchten und da sehen sie was, was sie nicht sehen sollen und irgendwie, ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, was das sollte, obwohl das eigentlich nicht so schwierig war und jedenfalls ist dann so, dass dann auch diese Megalodon-Haie dann ein bisschen dann auch böse werden und wieder auf die Menschen losgehen. Allerdings, dieser ganze Anfang, der wirklich sehr extrem dämlich ist und der kaum was mit Haien zu tun hat, also man sieht da kaum was, außer dass irgendwelche komischen Szenen passieren, wo dann jemand mal vor einem Hai fliehen muss, aber nichts weiter passiert. Die spielen sich halt dann wirklich dann so unter Wasser ab und das hat jetzt nichts von dem ersten Film. Irgendwie ist es ganz komisch und weird, das manchmal so ein bisschen wie damals bei The Abyss oder sowas, wo die unter Wasser sind und irgendwas angucken und also ganz komisch und das hat halt leider den größeren Teil ausgemacht und erst dann, als diese Megalodons irgendwie mehr oder weniger böse werden, da kommen dann auch die Szenen, die man eigentlich aus dem Trailer sieht, diese witzigen Hai-Szenen, wenn dann Jason Statham irgendwie versucht mit einer Lanze in so ein Hai-Maul reinzuspringen und da ein Riesending da rein zu stecken und dann irgendwelche asiatischen Leute da mit irgendwelchen Tretbooten unterwegs sind, die dann verfolgt werden von Haien. Das kommt alles erst relativ am Schluss. Das hat sich irgendwie so komisch angefühlt, als wollten sie eigentlich einen ganz anderen Film machen. Dann haben sie gemerkt, nein, nee, das ist eigentlich kein guter Film bis jetzt. Wir müssen da doch noch ein bisschen Spaß noch mit hinten dran machen. Und es fühlt sich so ein bisschen hinten dran geklebt an. Und das macht dann aber allerdings wieder ein bisschen Spaß, dieser übertriebene Quatsch, der dann am Schluss kommt. Allerdings, also fällt der im Vergleich zum ersten Film extrem ab. Also sie hätten einfach das bewährte Konzept behalten sollen und da ein bisschen weitermachen sollen. Einfach so einen witzigen Hai-Film mit total übertriebenen Szenen. Hätte es total getan, aber nee, diese komische Sache mit dieser Firma, die da Unterwasser-Mining macht, wo da werden die dann auch mal eingesperrt und da gibt es dann jemand oben, der über Wasser, der die dann irgendwie am Computer verfolgt und ja, ganz seltsam. Also, das war jetzt nicht so der große Wurf, deswegen bekommt Mac 2 die Tiefe von mir nur 5 Punkte. Und jetzt schauen wir doch mal, was so eventuell morgen in der Sneak kommen könnte. Wie schaut denn da der Sneak-Tipp aus und ist da schon was eingegangen? Der Tipp lautet skandalös. Und du, Erik, tippst, dass Doggy-Style kommt. Ja, sonst nix? Sonst nee. Keiner irgendwas? Mhm. Ah, was ist da los? Klemmt, vielleicht Leute. Urlaub. Ja. Normalerweise ist ja der Martin immer fleißig mit deinem Tippen, aber vielleicht ist er im Urlaub. Kann nicht sein. Aber man kann ja im Urlaub weiter tippen. Was ist da los? Oder der denkt sich, ich muss gar nicht tippen, weil der Erik hat das schon geschrieben, was ich denke, was kommt. Vielleicht so. Auch das? Ja, vielleicht. Vielleicht. Aber ich weiß nicht, es war nur so ein skandalös, weiß ich nicht, ob es Doggy-Style. Ich glaube, es gibt da vielleicht noch skandalösere Filme, die kommen könnten. Okay, und mal schauen, was so Neues anläuft und was in den Kinocharts, in den deutschen Kinocharts diesmal drin ist.
Kinocharts und Neustarts. Jetzt muss ich bloß erstmal kurz hier vorklicken zu der aktuellen Woche. Sind wir da richtig? Ja, 10. bis 13. August, stimmt das? Oder gibt es schon eine aktuellere? Nee, weil jetzt sind wir nämlich bei den deutschen Kinocharts, weil Innenstadtkinos, da ist gerade die nette Frau, die das betreut, im Urlaub, sei ihr gegönnt. Deswegen haben wir jetzt die Deutschen. Da ist auf Platz 5 Gran Turismo. Platz 5 Gran Turismo, genau, Neueinsteiger, ne? Nee, von noch Neueinsteiger. Ja. Platz 4 ist der Film, den du gerade vorgestellt hast, mit Mac 2 The Trench auf Englisch im Original. Hat ja auch ganz gut eingespielt in Deutschland, wenn ich das so sehe. Mhm. Platz 3 ist das Re-Ragout-Rendezvous. Hat mittlerweile in einer Woche fast so viel eingespielt wie Mac 2 in der ganzen Zeit in Deutschland. Ja. Einfach verrückt. Platz 2 immer noch der Oppenheimer. Und Platz 1, ja, immer noch Barbie in Deutschland. Hey, Barbie. Hey, Ken. Was haben wir denn noch so? Was läuft ein Schönes an im Kino? Gucken wir mal bei kino.de. Was steht da? Ab dem 24.08. Ponyherz. Kinderbuchverfilmung über die junge Annie, die eine magische Verbindung zu dem Wildpferd Ponyherz entwickelt. Ich glaube, da ist die Zielgruppe klar umrissen. Ja, viel Spaß im Kino. Der Chris guckt sich den auf jeden Fall an. Der hat auch Ostwind natürlich gefeiert. Pferdefilm, hey, beste. Dann haben wir Jeanne du Barry, die Favoritin des Königs. Historisches Drama von und mit Mai Wen, die als Jeanne du Barry Johnny Depp in der Rolle des französischen Königs Ludwigs dem 15. den Kopf verdreht. Das war, glaube ich, das mit die Favoritin meint, glaube ich, also sie war die favorisierte Mätresse, wenn ich mich da recht erinnere. Aber gut. Vielleicht ist das skandalös. Das könnte sein. Aber ich habe schon was getippt. Wenn ihr den Tipp übernehmen wollt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann haut ihn rein bei Gloria Sneak im Facebook-Gruppe. Es läuft auch noch an Fisherman's Friend 2, eine Brise Leben. Den hatten wir auch in der Sneak Preview. Könnt ihr gerne nochmal nachhören. Wir fanden den ganz gut und ist halt dann die Fortsetzung von dem ersten Teil. Aber man kann auch den zweiten schauen, ohne dass man den ersten gesehen hat. Vollkommen richtig. Joyride The Trip, eine Komödie über vier Freundinnen, deren Reise nach China sich schnell von einer Geschäftsreise zum größten Abenteuer ihres Lebens wandelt. Das würde übrigens auch für skandalös passen. Also nur mal so. Und den würde ich auch, glaube ich, lieber sehen als den anderen. Elefant, ein polnisches Drama, in dem sich ein 22-jähriger Bauer in den lange verschollenen Nachbarssohn verliebt. Aha. Warum heißt der Elefant? Weil der einen großen... egal. Ja. Operation White Christmas, österreichische Actionkomödie, in der Videothekbetreiber Enis beim Versuch, seine Schulden zu begleichen, in eine gefährliche Mission hineingerät. Ich hoffe, der hat keinen Vornamen, der mit P anfängt, dass er dann so abgekürzt wird. Aber Peter gut. Enis. Genau, Peter. Ich glaube, Enis ist sein Vorname. Ah, vielleicht soll das ja der Witz sein. Vielleicht ist das so ein lustiger Film. The Inspection. Ach. Regisseur und Autor Elegance Breton, Elegance Breton erzählt mit diesem Drama seine persönliche Lebensgeschichte und wie er sich als queerer schwarzer Mann bei den US Marines behauptete. Aha. Dann haben wir noch Polite Society, eine britische Actionkomödie über eine angehende Stuntfrau, die ihre Schwester vor einer unheilvollen Ehe bewahren will. Okay. Sieht indisch aus, kann das sein hier in das Poster? Aber britische Actionkomödie, ja, okay. Es gibt nur einen Stuntman, oder? Colt Sievers. Ja. Letzter Abend, eine deutsche Tragikkomödie um ein junges Paar, dessen Abschiedsessen vor dem Umzug eskaliert. Okay. Ziemlich skandalös, ne? Oh, kann auch sein, ja. 70 ist auch nur eine Zahl, eine finnische Komödie über eine berühmte Popsängerin, die versucht, mit ihrer Karriere, ihrem Alter und der Liebe fertig zu werden. Mhm. Guck gerade mal noch bei Filmstarts. Da ist noch Dreamgirls 2 drin. Wahrscheinlich so ein Bollywood-Film. Steht jetzt alles, ja, keine Beschreibung da. Ja, und sonst hat man, nee, Psychopass, Doppelpunkt Providence, klingt nach einem Anime. Ja, ist es. Ist auch noch mit drin. Ja. Also jede Menge dabei. Für alle möglichen Geschmäcker haben wir da was abgeliefert. Mal gucken, was jetzt so neu. Ach so, ja, sehr im Streaming-Bereich, ob da irgendwas Neues startet jetzt. Nee, nee, nee.
Joe Pickett startet auf Paramount Plus. Was auch immer das ist. Hm. Sonst nichts weiter. Okay, dann machen wir weiter im Heimkino, weil diesmal so richtig Kino-News haben wir nicht. Machen wir weiter im Heimkino. Heimkino. Da hat die Kate den, ich glaube, habe ich es richtig gesagt, das ist dieser koreanische Film, Emergency Declaration, genau. Ja, genau. Emergency Declaration habe ich angeschaut. Der hatte Kinostart am 10. November 22. Darf ich den schon vorstellen? Oder sind wir noch nicht so weit? Hä? Was? Du warst gerade kurz weg. Ich habe dich eine Zeit lang nicht gehört. So. Soll ich den jetzt schon vorstellen? Ja, oder bist klar. du noch bei den Kinocharts oder sowas? Nee. Okay. Genau. Nee. Ja, ich hab dich gerade 2 Minuten lang nicht gehört, deswegen. Oh Gott, da ist ja so viel entgangen. Nee, ich habe den Ball schon zu dir rübergespielt. Also Heimkino, okay, Emergency Declaration, koreanischer Film, genau, mach mal bitte. Genau. Es geht hier um den Flug eines koreanischen Anbieters. Ich weiß nicht, es ist nicht Korean Air, aber so ähnlich. Und die fliegen von Seoul, Incheon nach Honolulu, Hawaii. Und schon bevor die losfliegen, ist am Flughafen irgendwas weird. Da ist so ein Typ, der verhält sich ganz seltsam am Schalter. Der fragt irgendwie die Frau, welches Flugzeug am vollsten ist, also wie viele Passagiere an Bord sind, das sagt sie dann, aber sie darf das nicht sagen, das ist Datenschutz und so und darf sie halt nicht Auskunft geben und so. Und man hat so das Gefühl, der ist irgendwie weird, so ein junger Mann. Also dass da was nicht richtig ist, merkt man sofort an dem. Und er überlegt dann halt, wo er hinfliegen will und er hat kein bestimmtes Ziel. Also er sagt jetzt nicht, ich muss jetzt in diesen Flieger speziell, sondern am Flughafen entscheidet er dann spontan aus einer Laune heraus, in welchen Flieger er steigt. Er trifft auf den Restrooms, also auf den Toiletten, noch ein kleines Mädchen, die was sieht, was sie nicht sehen sollte über diesen Mann. Deswegen folgt er sie und ihren Vater und findet dann raus, dass die in dem Flugzeug nach Hawaii sitzen. Und weil er halt sauer auf die Kleine ist, entscheidet er sich dann ein Ticket für den Flug nach Hawaii zu kaufen. Und sie sind dann eben an Bord und der Vater, der findet den total komisch. Der hat vornherein gesagt, er soll sie in Ruhe lassen, er soll seine Tochter in Ruhe lassen. Und ist dann natürlich sehr aufgebracht, als er dann sieht, dass der auch mit dem Flugzeug ist. Und die sind kaum gestartet, passiert etwas Seltsames. Der Mann geht auf die Bordtoilette und versprüht dort eine Art Pulver. Und es handelt sich dabei um eine Art Virus, das extrem schnell tödlich ist. Und er hat das Ziel, alle in diesem Flugzeug zu töten mit diesem Virus. Nee, es ist ein biologischer Angriff und er hat vorher auch ein Video online gestellt. Hat er selber ein Gegenmittel wenigstens genommen? Also er ist ein Selbstmordattentäter quasi. Ah. Und es gibt wohl ein Gegenmittel, das kommt im Laufe des Films heraus, aber ob das rechtzeitig da ist und so, das erzähle ich natürlich nicht. Und ob es überhaupt Überlebende gibt, das erzähle ich auch nicht. Das Problem ist halt einfach, dass sich dieses Virus dann in dem Flugzeug verbreitet. Immer mehr Leute werden krank, die ersten sterben. Er hat, bevor er geflogen ist, auch ein Video online gestellt. Es wird dann relativ schnell, verbreitet sich das dann im Internet und die ersten Nachrichten aus dem Flugzeug ans Bodenpersonal und auch an die Angehörigen gehen raus, dass was nicht stimmt im Flugzeug, dass Leute krank sind. Und so entwickelt sich dann natürlich diese Ermittlung auch am Boden. Die Polizei wird hinzugezogen, die Regierung wird hinzugezogen. Man überlegt dann, ob das Flugzeug umdrehen muss. Und der Pilot wird dann irgendwann krank, dann muss der Co-Pilot übernehmen. Und es ist also sehr beklemmend, weil man eben nicht weiß, was passiert? Wie kriegen die Situation wieder hin? Macht es überhaupt Sinn, dieses Flugzeug irgendwo landen zu lassen?
wenn man nicht 100% weiß, was es für ein Virus ist, dann wird natürlich am Boden ermittelt, findet man raus, wer ist der Mann, wo hat er gearbeitet, was sind seine Pläne gewesen, gibt es ein Gegenmittel, und solche Sachen werden dann halt alles parallel zu den Ereignissen an Bord erzählt. Ist ehrlich gesagt ein echt, echt guter Film. Mir hat er richtig gut gefallen. Man muss aber die Art der Koreaner mögen. Also das ist, also zum Beispiel, am besten dargestellt ist ein Polizist, dessen Frau im gleichen Flugzeug sitzt, wo der Anschlag passiert. Und das ist halt, der hat halt diese typische koreanische Spielweise mit dem ein bisschen übertreiben und total hektisch sein und gleichzeitig schwitzen. Und das ist so, die Koreaner haben eine sehr spezielle Art und Weise, Filme zu machen und Filme zu erzählen und zu schauspielern. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, weil ich kenne es halt aus Alice in Borderlands und aus solchen Sachen anderen koreanischen Filmen. Oh, das ist japanisch, Alice in Borderland. Ja, aber die haben eine ähnliche Art und Weise und da sind auch koreanische Schauspieler so dabei. Okay. Aber jetzt zum Beispiel aus Train to Busan oder der andere, Parasite, genau. Solche Sachen, da kennt man halt diese Spielart der Koreaner schon. Das muss man mögen. Wenn einem das gefällt oder man sagt, ach, das sehe ich drüber hinweg, die sind halt so, dann ist das ein richtig cooler Actionfilm. Und mir hat er richtig, richtig gut gefallen. Kann man absolut klicken, gibt es bei Netflix, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Klingt gut, wollte ich eh gucken. Also das ja, hat mir auch schon... Mal rein. Da ist es, auch der Schauspieler auch nicht von Parasite an, dabei. Ja, ja, ja. Es spart auch nicht an Blut. Ja, ist nett. Okay. Und halt auch diese Art, wie das im Flugzeug gedreht ist. Also das ist nicht so... oftmals ist es ja so, dass wenn da irgendein Attentäter das Flugzeug in seine Gewalt nimmt, dann sind die Passagiere ganz brav und machen nichts. Und das ist halt in dem Fall nicht der Fall. Die merken halt relativ schnell, der Typ hat irgendwas angestellt, der hat nochmal irgendwas in der Hand und dann gehen die halt auf ihn los. Und das ist halt mal was anderes. Das frage ich mich sowieso immer oft, wenn da ein, zwei Leute in einem Flugzeug sind, warum die nichts tun dagegen. Die Passagiere, die sehen ja viel mehr. Ja, aber ja. Also guck mal rein, lohnt sich wirklich. Story hat man bestimmt schon gesehen, klar, keine Frage. Aber es ist echt gut umgesetzt. Mir hat es echt gut gefallen. Punkte technisch 8,5 Punkte. Wow. Ja. Das klingt ja schon mal gut. Ich trage es mal ein. Ja, ich wollte es auch gerade machen. Und dann hast du noch Scream 6. Du siehst, mein Pile of Shame ist sehr hoch. Ich habe den auch noch nicht geschaut. Du hast mir den liebevoll... Aber jetzt habe ich Urlaub. Jetzt kann ich... Du hast ihn mir auf Blu-ray geliehen, weil du hast ihn schon auf Blu-ray gekauft mit ein paar anderen Filmen. Und dann... Die muss ich auch noch gucken. Ja. Ich wollte ihn ja eigentlich im Kino sehen, aber da ist so ein kleines Monster dazwischen gekommen. Ja, Scream 6. Ich bin ein riesen Scream-Fan. Ich liebe Scream. Ich mag das ganze Franchise. Deswegen bin ich da befangen. Bei Scream 6 geht es diesmal um die Weitererzählung der Geschehnisse aus Scream 5. Die Protagonisten Sam, Tara, Mindy und Chet sind die Überlebenden aus dem letzten Teil. Und die wollen quasi die ganze Stadt Woodsboro hinter sich lassen und ziehen nach New York, gehen dort aufs College. Die junge Tara, gespielt von Jenna Ortega, ist ein Freshman am College und ein halbes Jahr lang war Ruhe, alles war super, bis plötzlich, wie könnte es auch anders sein, Ghostface wieder da ist. Und das eben diesmal in der großen Stadt New York, im Big Apple, werden die vier Hauptprotagonisten wieder gejagt, zusammen mit den mittlerweile neuen Freunden in der Clique. Und auch hier stehen sie dann wieder zusammen nach den ersten Todesfällen im Umkreis und überlegen, wer könnte der Mörder sein, wer ist diesmal verdächtig, es könnte jeder sein. Und so entwickelt sich halt die Geschichte, wie immer ein Kill nach dem anderen. Man versucht rauszufinden, wer es ist. Man liegt immer falsch, wie immer. Und diesmal bezieht sich der Killer oder die Killer, wir wissen, es ist immer mehr als einer, beziehen sich auf die alten Mörder. Die Masken der ursprünglichen Killer tauchen auf
Und der neue Killer, der neue Ghostface, arbeitet sich quasi rückwärts bis dann zum Finale, wo es um Billy Loomis geht und seinen Protagonisten und seinen Kollegen aus dem ersten Teil. Wer diesmal dahinter steckt, ist ehrlich gesagt, ja, man kennt's. Man kennt's. Irgendjemand ist immer irgendwie damit in Verbindung zu bringen. Es gibt ein paar bekannte Gesichter, die wieder auftauchen, denn wir haben auch wieder unsere rasende Reporterin Gail, wie heißt sie mit Nachnamen? Weathers, oder? Gail Weathers mit dabei. Aber diesmal auch ein altes Gesicht aus dem nicht so beliebten vierten Teil. Und zwar heißt die gute Frau, warum wird es mir hier nicht angezeigt? Kirby ist das. Die ist eine der Überlebenden aus Teil 4. Kirby Reed, gespielt von Hayden Panettiere, die nun beim FBI arbeitet und natürlich ein spezielles Interesse an Ghostface-Morden hat und sich nach New York begibt, um den diesmaligen Protagonisten zur Seite zu stehen und den Killer zu fangen. So. Mhm. Wer überlebt, verrate ich nicht. Wer stirbt, verrate ich auch nicht. Würde es einen siebten Teil geben, bin ich mir ziemlich sicher, weil immer noch leben irgendwelche Leute. Und ja, also, weiter gemolken. Wie bitte? Die Cash-Cow wird weiter gemolken. Natürlich, es ist ein Franchise. Es ist halt einfach, es ist nichts Neues. Es ist halt ein Scream. Und ich liebe Scream. Deswegen mag ich den Film. Und deswegen werde ich ihn mit Sicherheit auch nochmal sehen. Wenn er irgendwann auf Sky oder so kommt, dann nehme ich ihn auf und dann kann ich ihn so oft gucken, wie ich will. Mhm. Es ist einfach, es ist nichts Neues. Es ist wie bei Saw, es ist einfach nichts Neues mehr. Ja, man versucht halt immer nochmal größer, schlimmer, mehr Killer, mehr Opfer, mehr Blut. Und auch hier wieder werden Leute relativ bestial abgestochen und überleben das Ganze. Ist halt so. Andere kriegen einen Messerstich ab und sterben sofort. Logik und Realismus brauchen wir bei Scream nicht anzuwenden. Macht es mir Spaß, es anzugucken? Definitiv. Absolut. Fand ich den Film gut? Ja. Würde ich ihn weiterempfehlen, nur für Scream-Liebhaber, die auch das ganze Franchise kennen und die Bezüge und die ganzen Anspielungen und die Vorgeschichte. Für jemanden, für einen Neueinsteiger macht es überhaupt gar keinen Sinn. Und wie sieht es punktemäßig aus? Ha, punktemäßig. Also er ist nicht so schwach wie der vierte, aber er ist auf jeden Fall besser als der dritte. Ist er besser als der fünfte? Weiß ich. Ich würde ihm so aus meiner Scream-Bubble 7,5 Punkte geben. Okay, trage ich mal ein. Ja. Ja, 7,5, das ist ja ganz okay. Dann ja. Ich werde ihn auf jeden Fall auch noch gucken. Dann mal schauen, wie er mir so gefällt. Es sind ja nicht mehr ganz so viele von dem allerersten dabei. Mal schauen. Es sind zumindest ja die Regisseure, ich glaube, waren zwei Männer, die Ready or Not gemacht haben. Den mochte ich ja sehr, den Film. Und deswegen glaube ich, dass sie mir auch gefallen könnte. Ich guck mal rein. Okay, dann gucken wir mal in den Serienbereich, denn wir haben noch ein bisschen Zeit. Da kannst du noch mal kurz was zur zweiten Staffel Cruel Summer sagen. Serien. Ganz genau, Cruel Summer hat eine zweite Staffel, was als geplante Miniserie mit Abschluss war, mit der ersten Staffel, war ein relativ großer Erfolg und kurzerhand wurde daraus eine Anthologieserie und somit jetzt auch eine zweite Staffel produziert, will ich sagen. Cruel Summer hat ein relativ simples hat eine sehr eigene Erzählweise, denn es geht immer um drei Zeitabschnitte. Also so wie in der ersten Staffel auch, als auch jetzt in der zweiten Staffel, haben wir drei verschiedene Zeitlinien, die parallel ablaufen und du immer mehr aus der eigenen Zeitlinie erfährst und sich damit das dann auch aufklärt. Und in der zweiten Staffel ist es jetzt so, da geht es um den Sommer 99, den Winter 99 und den Sommer 2000. Eine kleine beschauliche Vorstadt, eine Austauschschülerin oder nennen wir es mal Austauschschülerin, kommt in das beschauliche Dörflein und zieht bei einer Familie ein,
Familie besteht aus zwei Töchtern, kommt also da dazu. Und die älteren Töchter sind beide im gleichen Alter und sollen sich halt auch anfreunden und so. Und im Sommer 99 kommt die halt her und freundet sich an und wird dann so mit in die Clique aufgenommen. Und man lernt erstmal so die Grundstory, die Grundleute, die es betrifft, kennen. Dann kommt der erste Switch in den Winter 99 und da merkt man schon, okay, da muss irgendwas passiert sein, da ist ein Bruch da. Der ursprüngliche Love Interest ist nicht mehr da, funktioniert alles nicht mehr, die Beziehungen zwischen den Hauptcharakteren hat sich irgendwie verändert. Und man merkt, es geht immer mehr auf Silvester, auf die Silvesternacht hinzu. Und dann kommt die dritte Timeline, Sommer 2000. Wir wissen inzwischen, okay, es ist jemand verschwunden. Es gibt verdächtige Umstände, unter der die Person verschwunden ist. Aber in der ersten Folge wissen wir noch nicht, wer verschwunden ist. Ja, man weiß nur, es ist ein Hauptcast. Und man merkt auch, die Personen, die Hauptcharaktere haben sich sehr verändert, also auch äußerlich, auch in ihrem Art, wie sie sich benehmen, sehr düster. Es ist alles anders geworden. Eben aufgrund des Verschwindens dieser Person und den Verdächtigungen, wer da dahinter steckt. Wie wir dann in der zweiten Folge erfahren, geht es hier nicht nur um eine verschwundene Person, sondern mittlerweile um eine tote Person. Einer von den drei Hauptcharakteren stirbt und die anderen beiden werden verdächtigt, damit was zu tun zu haben. Und so entwickelt sich eben diese Geschichte über diese drei Zeitlinien hinaus. Was ist in dieser Nacht, in der diese Person verschwunden ist, passiert? Warum machen die anderen beiden ein Geheimnis draus? Warum erzählen die nicht die Wahrheit? Denn es wird relativ schnell klar, dass sie nicht die Wahrheit erzählen. Und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass dieser Bruch zwischen den Charakteren entstanden ist? Und das wird halt eben, wie gesagt, in diesen drei Zeitebenen erzählt. Ich finde, es hat in der ersten Staffel schon sehr, sehr cool funktioniert und auch jetzt in der zweiten Staffel ebenfalls wieder. Ich fand die Schauspieler richtig gut. Die Sadie Stanley, die den Hauptcharakter spielt, fand ich richtig gut besetzt. Die hat mir richtig, richtig gut gefallen. Die kannte ich jetzt noch nicht so arg wirklich. Auch die Zeit haben sie gut dargestellt, also dass die Dana im 99, 2000 spielt. Kam dann auch zwischendurch mal diese Angst vor der Jahrtausendwende an, weil die Sadie Stanley, also die Schauspielerin, der Charakter ist auch so ein bisschen Computer-Nerd und dann fragt sie sich auch, gibt es dann irgendwelche Computer-Crashes wegen 2000 und so. Und es wird alles relativ gut dargestellt. Die Zeitebenen zu unterscheiden ist auch ziemlich easy, weil verändern sich die Frisuren der Mädchen hauptsächlich in der Serie und auch die Lichtverhältnisse, wie die einzelnen Zeitabschnitte gedreht werden, sind von hell bis so ein bisschen grau bis sehr düster gedreht, was es dann auch einfacher macht, wenn man mal kurz nicht hingeguckt hat und die Einblendung nicht gesehen hat, in welcher Zeitebene wir jetzt gerade sind, macht es dann halt auch einfacher zu erkennen, okay, wir sind gerade im Winter 99, ja. Und wieder extrem gut umgesetzt, sehr spannend. Ende ganz anders, als ich erwartet habe. Kann man wirklich angucken. Also wer die erste Staffel mochte, die zweite macht genau so gut weiter. Ja. Wunderbar. Okay. ich habe bei der ersten nicht weitergeguckt damals. Deswegen ist okay. Hat es mich nicht so. Ja, aber was ich gemacht habe, war letzte Woche mal eine kleine Umfrage auf diversen Plattformen. Was ist euer Lieblingsfilm des Jahres? Bis jetzt habe ich mal rumgefragt und da ist ein bisschen was eingegangen und das möchte ich gerne mal hier vortragen. Weiß nicht, wo ist hier unten und oben? Ich glaube hier, das war die erste. Da bin ich jetzt gespannt, weil ich war ja gar nicht einmal, ich war einmal mit dir im Barbie, aber ansonsten war ich gar nicht im Kino dieses Jahr. Na gut, Filme des Jahres können ja auch Streaming Sachen sein oder so, gibt es ja auch. Wie ist das? Dieser Film da, wo die Lebenszeit absaugen mit den, das war ja auch eine Premiere zum Beispiel. Ja. Oder auch hier Blindbox Barcelona oder sowas sind ja auch. Birdbox. Aber gut, also Sammy unterstrich Kixable hat geschrieben, bisher Avatar 2 war aber, glaube ich, auch die einzige Neuerscheinung, die ich dieses Jahr gesehen habe. Also wahrscheinlich geht sie nicht so viel ins Kino. Ich glaube, sie macht mehr Sport. Ich sehe das immer, wenn sie da postet.
Dann der Orbi, @orbitalkartoffel, schöne Grüße, den sehe ich ja nächste Woche auf der Gamescom. Der hat geschrieben, Guardians of the Galaxy Volume 3. Aber ich fand die Message bei Barbie mega gut und hat mich zum Lachen und Nachdenken gebracht. Im November kommt allerdings noch The Marvels, okay, aber wir haben ja jetzt nach dem bisherigen gefragt. Und ich habe auch eine große Schwäche für Captain Marvel, Monica Rambeau und Miss Marvel. Also wird das ein hartes Rennen, wenn die alle in einem Film auftauchen. Okay, ja, also aus dem würde ich sagen, war es bei ihm Guardians of the Galaxy Volume 3 und Barbie. Und dann hat er aber noch einen Nachsatz geschickt. Wir dürfen den Super Mario Bros. Film nicht vergessen, hat er natürlich vollkommen recht. Dann @filmfieber, ich glaube, die machen auch einen Podcast oder haben zumindest eine Webseite, schöne Grüße, haben geschrieben, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Jawohl, hat auch ordentlich reingehauen. Dann ein Film, jetzt kommt der erste Film, den ich nicht gesehen habe bis jetzt, @BibelBroxy hat geschrieben, Empire of Light. Hat den von euch jemand gesehen? Nee, schweigen im Walde. Nein. War aber, glaube ich, mal für die Sneak irgendwie getippt, wenn ich mich recht erinnere. Und für die Sneak ist immer viel getippt. Dann @PrinzessinZwerg hat geschrieben, Barbie, okay, scheint vielen gut gefallen zu haben. Hey Barbie. War vielleicht auch bei manchen der einzige Kinobesuch seit langem vielleicht. Ich weiß es nicht. Okay. @Kürsat.86, treuer Hörer, viele Grüße, hat geschrieben, ein Mann namens Otto, den habe ich ja auch auf, wo gab es den? Netflix, glaube ich. Oder ja, den gibt es jetzt. Ja. Genau, den habe ich da gesehen. Oh, der hat mich auch umgehauen. Ich kann ja das Original schon, der lief ja bei uns damals in der Sneak. Aber die Tom Hanks Version, die fand ich nochmal richtig gut, da hat er vollkommen recht. Der Superluca, auch treuer Hörer, @Superluca auf Instagram, hat aber Superluca, @Unterstrich, gab es wahrscheinlich schon einen Superluca. Er hat geschrieben, Flash, ja, Chris, den hatten wir in der Sneak, ne? Ja, der war sehr gut. Da kriegt er ein bisschen Fett weg in diversen anderen Rezensionsmedien und so, aber wir fanden den echt gut. Können wir nichts für das, die keine Ahnung haben. Also. Wir fanden den echt gut, der hat so viel Spaß gemacht. Dann @Manja212 hat geschrieben, Oppenheimer, ja. Also waren eigentlich so die Usual Suspects dabei mit Oppenheimer und Barbie, aber auch halt noch ein paar andere Sachen wie Avatar 2 und so. Was wir auch nicht vergessen dürfen, Chris, ist, was denkst du? Ich glaube Dungeons and Dragons. Stimmt, der war auch dieses Jahr. Der hat mich auch, das war eigentlich so eine große Überraschung für mich. Ja, wobei der, glaube ich, noch sehen. Sehr unterm Radar geflogen ist. Naja, aber ich wollte ihn ja nur mal erwähnt haben, ne? Also weil es war für mich, okay, Oppenheimer, von dem Film habe ich seit Ewigkeiten gehört, dass der kommt, Barbie auch, und das war so ein Ding, okay, wenn der eine gewisse Qualität hat, wird er gut, und aber dass der mich so umhaut, Dungeons and Dragons, ja, und Mission Impossible Dead Reckoning, den habe ich als einziger hier von uns gesehen, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Was war es so bei euch, was kommt so spontan, ohne jetzt groß nachzudenken? Was denkt ihr so? Schwierig. Okay. Ja, Tatsächlich schwierig, ja. Also ich habe in letzter Zeit viele Filme geguckt. Davor war ich ja eher so ganz viel an Serien am Schauen. Aber von den Filmen her würde ich sagen, habe ich, also Guardians of the Galaxy habe ich wirklich noch im Kopf. Ich fand aber auch, was auch dieses Jahr war, hoppala, hallo Robin. Was aber auch dieses Jahr was ich dieses Jahr gesehen habe, war aber keine Neuerscheidung, war Where the Crawdogs Sing, oder wie es so heißt. Oh ja, der ist natürlich auch Crawdads Sing. Der war hat aber released letztes Jahr. Ja. Aber ich habe ihn halt dieses Jahr gesehen. Ja. Ansonsten, schwierig. Wie ist denn im Deutschen? Jetzt komme ich gerade auf. Der Gesang der Flusskrebs. Ja, genau. Das war ja, genau. Schöner Film, sehr schöner Film. Ja. Ansonsten, ich habe halt viele Filme von letztem Jahr nachgeholt, wie zum Beispiel She Said. Den fand ich richtig gut. Frag mal dich dann nächstes Jahr, was da. Ja. Ja. Ansonsten Barbie, ich kann Barbie sagen. Chris, ein paar Sachen. Sisu, zum Beispiel Cocaine Bear. ja, was war noch so? Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Okay, der war jetzt nicht so gut. War der auch so dieses gut. Jahr? Den haben wir zumindest am 19. Februar besprochen. Ich scroll gerade durch unser. Auch sehr gut. Sehr unerwartet gut. Knock at the Cabin für mich. Fand ich richtig gut. Ah, ja. Ja, die waren alle okay, aber jetzt nichts, wo ich sage, boah. Also. Erstaunlich schlecht fand ich Babylon, Rausch der Ekstase, also für die Oscar-Nominierung und so. Ja.
Nun ja, okay. Ja. Spannend. Mal gucken, was das zweite Halbjahr so bringt. Und ja, der Thread ist ja noch offen hier mit den Lieblingsfilmen auf meinem Instagram, @kinocast. Da könnt ihr gerne noch was drunter schreiben, falls ihr das jetzt hört und denkt, oh, das habe ich übersehen. Dann haut noch was drunter, dann greifen wir das vielleicht in einer der nächsten Sendungen nochmal auf. Und wir kommen dann jetzt gleich mal zu unseren Musikempfehlungen, die wir auf die Spotify-Playlist Kinocast-Songs packen. Music. Kate, was gibt's bei dir? Ich habe aus Cruel Summer Lit My Own Worst Enemy. Okay, werde ich mal draufpacken auf die Playlist. Chris, was hast du Schönes? Ich habe ja, sonst gucke ich ja immer, dass ich aus irgendwelchen Filmen vielleicht noch irgendwas bekomme oder aus dem aktuellen Sneakfilm sogar, aber diesmal habe ich mich wieder für was anderes entschieden. Wie sagt es ein ehemaliger Fußballer? Today I have something really special for you. Naja, am Freitag kam das neue Album von Madsen. Und ja, ich höre schon das U. Und ich habe da den ersten Song vom Album, Ein bisschen Lärm. Und ich mag Madsen eigentlich sehr. Madsen ist geil. Okay. Werde ich mit draufpacken und ich packe drauf von Rational Youth Ring the Bells. So. Hat aber auch nichts mit Dracula zu tun. Okay, ja, dann sind wir durch für heute. Und da bleiben wir sogar diesmal knapp unter einer Stunde. Und wunderbar. Dann nächste Woche Gamescom, wer da am Start ist, dann einfach mal irgendwie schreiben, mich erreichen auf den diversen... Ja, ich habe noch verschiedene Punkte für dich zum Abarbeiten bei der Gamescom. Das werde ich dir noch zukommen lassen. Schon genug zu tun hier. Ja, nee, falls jemand von den geschätzten Hörerinnen und Hörern da ist, dann einfach mal eine Nachricht auf den diversen Plattformen schicken. Vielleicht sieht man sich ja irgendwo mal. Und ansonsten, ja, morgen Sneak, da sind wir wieder am Start. Und ja, geht alle ins Kino. Es kommen echt gute Filme, falls ihr die üblichen Verdächtigen noch nicht gesehen habt, dann guckt vielleicht, holt die mal nach. Und dann hören wir uns nächste Woche dann schon wieder. Wie gesagt, keine Sommerpause dieses Jahr. Bis dann. Tschüss. Ja, auf Wiederhören. Bis dann, tschüss. Vielleicht mache ich auch einen Vlog oder so. Mach einen Vlog. Wo ich Instagram. Passend zu Dracula machst du einen Vlog. Genau, einen Vlog. Ich mache einen Vlog. Ein Gamescom-Vlog als Instagram. Was macht man da? Reels, Shorts, Stories? Keine Ahnung. Shorts, YouTube Shorts ist gerade der Shit. YouTube Shorts? Nee, da mache ich nichts. Bis bald im Kinocast.